Hi, hier ist Crook und in diesem Video zeige ich dir, wie du am effektivsten immer hier Bruchstücke auf Europa farmen kannst. Die immer hier Bruchstücke sind dafür gut, um beispielsweise die Waffenquests von Varix zu farmen. Wem beispielsweise noch ein guter Roll für die hohe Albedo oder für die Knochenkühler Schrotflinte fehlt, kann diese mit den Waffenquests einfach farmen. Dafür brauchen wir allerdings jeweils 30 Bruchstücke pro Waffenquest-Auftrag. Die simpelste Lösung für das Farmen der immer hier Bruchstücke ist es, einfach das Spiel zu spielen. Alle möglichen Aktivitäten auf Europa geben euch immer hier Bruchstücke. Aber das kann man etwas effizienter gestalten und ich zeige euch wie. Ein paar der abgeschlossenen Sabotage-Quests können uns nämlich dabei helfen, diese immer hier Bruchstücke effizienter zu farmen. Durch Europa-Beschützer 1 bekommen wir einfach eine höhere Anzahl an Bruchstücken pro Drop für die ersten 30 Bruchstücke. Europa-Beschützer 2 gibt uns eine Drop-Chance der Bruchstücke bei Stasis-Kills und Europa-Beschützer 3 gibt uns die gleiche Drop-Chance bei Präzisionstodesstößen. Das letzte Perk, was uns immer noch weiterhilft, um noch mehr Bruchstücke zu bekommen, ist Europa-Prämien 2. Dadurch bekommen wir in der Schattenzone einfach mehr Bruchstücke für das Abschließen von Aktivitäten. Ich gehe mit euch die Aktivitäten kurz durch, damit ihr seht, wo ihr wie viele Bruchstücke bekommt und dadurch sollte euch auch schon ein Bild ergeben, wie ihr am effizientesten farmen könnt. Das Abschließen von Patrouillenmissionen außerhalb der Schattenzone gibt euch lediglich ein immer hier Bruchstück. Innerhalb der Schattenzone bekommt ihr dann zwei Bruchstücke für die Patrouille. Für den Abschluss von öffentlichen Events, ohne sie heroisch zu triggern, bekommt ihr außerhalb der Schattenzone auch nur ein Bruchstück. Innerhalb der Schattenzone gibt es vier Bruchstücke für den Abschluss von Events, ohne sie heroisch zu triggern. Schließt ihr die Events innerhalb der Schattenzone auf heroisch ab, bekommt ihr fünf. Daher müsst ihr schauen, ob es sich je nach Zeitaufwand überhaupt lohnt, das Event auf heroisch zu triggern, wenn es dann deutlich länger geht. Der meiner Meinung nach effizienteste Weg ist das Durchlaufen von verlorenen Sektoren. Hier bekommt ihr beim Abschluss außerhalb der Schattenzone bereits drei Bruchstücke. Innerhalb der Schattenzone gibt es auch immer einen verlorenen Sektor. In diesem wird euch zwar die erhöhte Stasis-Regeneration nicht angezeigt wie im öffentlichen Feld, aber dennoch bekommt ihr mehr Bruchstücke, in diesem Fall 5. Ein weiterer Vorteil des verlorenen Sektors ist natürlich die Gruppierung der ganzen Gegner im Bossraum. Durch die ganzen Stasis-Kills mit meiner Super konnte ich hier in kürzester Zeit nochmal 4 bzw. 5 immer hier Bruchstücke dazu gewinnen. Außerdem können wir in den verlorenen Sektoren, je nach Patrouillenmission, diese parallel dazu abschließen. Wie man hier sehen kann, bekomme ich 2 Bruchstücke für den Abschluss der Patrouille und nochmal einen zusätzlich für das Präzisionskill. Und damit ist unser Gewinner der verlorene Sektor innerhalb der Schattenzone. Geht einfach nach jedem Clear wieder in den öffentlichen Bereich und sucht euch eine passende Patrouillenmission. Am besten dazu eignen sich natürlich die Kill-Mission oder, wenn es die nicht gibt, die Sammelmission. Bei beiden kann man natürlich Pech haben, dass man einen bestimmten Gegnertyp töten muss, der nicht im verlorenen Sektor vorhanden ist. Wenn ihr beispielsweise Aufträge bekommt, bei denen ihr Vex töten müsst, könnt ihr das aber einfach im Außenbereich machen und euch danach eine neue Patrouillenmission suchen, die ihr dann parallel zum Lost Sektor erlösen könnt. Diese Woche, also mit der Schattenzone im Asterion-Abgrund, ist eigentlich die schlechteste Woche, um die Lost-Sektoren zu farmen. In diesen verlorenen Sektoren sind eine Menge Schweber, die man eben nicht präzise töten kann. Und trotz erhöhter Aufladerate für die Stasis-Fähigkeiten hat man nicht immer die Möglichkeit, gerade eben die Schweber mit den Fähigkeiten zu töten, um sich eine Möglichkeit zu schaffen, noch mehr Bruchstücke zu bekommen. Aber mit dem nächsten Reset müsste die Schattenzone im Bergkamm kommen, womit der Verderben-Sektor gefarmt werden kann, der deutlich mehr Möglichkeiten bietet, alle Gegner mit Stasis- oder Präzisionskills zu töten. Dort kann man beispielsweise auch, anstatt dem Bunker wieder rauszulaufen, einfach wieder zu Varix teleportieren und wieder ins Gebiet fahren. Das geht natürlich auch hier im Asterion-Abgrund, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was kürzer ist, ob einfach wieder rauszulaufen oder bei Varix zu spawnen und zurückzufahren. Mit dem Reset am 8.12. sollte die Schattenzone wieder in die Eventiden-Ruinen gehen. Im verlorenen Sektor dort, dem Bunker E15, ist es auf jeden Fall ratsam, wieder rauszulaufen, weil der Weg von Varix aus zurück zu den Ruinen auf jeden Fall wesentlich länger dauert. Auf diese Art und Weise könnt ihr euch im Durchschnitt innerhalb von 5 Minuten etwa 10 immer hier Bruchstücke erfahren. Haltet beim Rausgehen auch immer Ausschau nach öffentlichen Events, die ihr schnell mitmachen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, dann hilft auch mir und lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal, wenn du Bock auf mehr Gaming-Content von mir hast. Ansonsten war es das aber erstmal von mir. Ich sag wie immer, danke fürs Reinschauen. Bis nächstes Mal. Ciao.